Wir haben hier in Frankfurt eine Gepäckförderanlage in Länge von 81 Kilometer. Die Anlage gibt es jetzt fast seit 40 Jahren, also 1974 wurde hier das Terminal in Betrieb genommen und seitdem gibt es die Gepäckförderanlage und wurde sukzessive ausgebaut, dass wir jetzt die 81 Kilometer erreicht haben. Wir haben an Spitzentagen bis zu 120.000 Koffer, die dann sortiert und weggeflogen werden in Frankfurt. Es läuft erstmal alles vollautomatisch ab dem Check-in. Wir in unserer Abteilung überwachen den Gepäckfluss. Leider gibt es dort auch mal einen Stau, wenn ein Gepäckstück sich aus der Wanne rausgedreht hat durch eine Gepäckschlaufe, dann kann natürlich schon mal ein Stau in der Anlage passieren. Aber wir sind bemüht, den Stau so kurz wie möglich zu halten. Wir erkennen es an unserem Symbolbild in der Steuerzentrale und schicken sofort unseren Instandhalter, der per Funk oder Telefon direkt erreichbar ist und hoffen, dass er die Störung so schnell wie möglich beheben kann. Jeder Störfall ist immer anders an einer anderen Stelle und jeden Tag für den Passagier die Logistik hier in Frankfurt umzusetzen, dass der Passagier zufrieden am Urlaubsort oder an seinem Reiseziel ankommt, ist für uns die Herausforderung. Da stellen wir uns jeden Tag. Es gelingt nicht immer, aber wir sind am Arbeiten. Am Anfang, als ich hier mal 1991 angefangen habe, hat man mir gesagt, bis ich mich einigermaßen zurechtfinde, dauert es mal mindestens ein Jahr. Und in dieser Zeit hat man sich an manchen Stellen auch schon mal verlaufen. Da zählt auch eine gewisse Neugier dazu. Man muss auch mal schauen, was hinter den Türen ist.